Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum neuen Unboxing. Hier ist was Schönes drin, was wir jetzt auspacken werden. Den habe ich mir schon durchgelesen. Und zwar habe ich auf einer Seite mitgemacht, wo man sich bewerben konnte für Produkttests. Ich richte euch erstmal nach unten. Ich werde quatschen beim Unboxing. So. Messe. Jedenfalls kann man sich da bewerben. Das hat auch nichts mit YouTube oder so zu tun. Jedenfalls, da kann sich jeder bewerben. Und ich darf aber halt auch, wenn ich YouTube habe oder so, Videos dazu machen. Und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich das auch. Deswegen wird hier auch irgendwo in der Ecke Werbung stehen. Aber alles, was ich zu dem Produkt sagen werde, ist meine eigene persönliche Meinung. Also ich habe keine Auflagen. Also wie gesagt, ich muss nicht mal ein YouTube-Video machen. Ich muss nur auf der Webseite halt, wenn ich muss ihn testen und muss dann auf der Webseite eine Bewertung schreiben und meine Meinung kundtun, wie das Produkt mir gefallen hat und ob es mir gefallen hat. Und wenn mir was nicht gefallen hat, was mir nicht gefallen hat. Aber ich mache da halt sehr gerne auch ein Video drüber für euch. Ist aber sehr gut verpackt. Sehr gut verpackt. So, kommt das in Müll. Also oben hat schon eine kleine Delle. Und bestimmt beim Transport bisschen was schief gegangen. So, der ist auch offen. Warum ist denn der offen? Und zwar, warte, machen wir mal die Seite, glaube ich, ist besser. Ist es ein Medion Notebook mit 14 Zoll Full HD Display, Touch Display, 360 Grad, kann man halt hier den Bildschirm anwinkeln. Full Aluminium, also das hat ein Full Aluminium Gehäuse. Ja, keine Ahnung. Achso, das ist irgendwie so ein Design noch und irgendwas, keine Ahnung. So, und den werden wir jetzt mal auspacken. Jetzt fragt ihr euch, warum, weshalb, frage ich sowas an, ob ich sowas testen will. Weil ich habe ja einen Laptop vom guten Tuplay bekommen für zu Hause. Aber in der Schule braucht meine Tochter ja auch was Kleines, weil der Laptop ist zu groß. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, das wäre doch, wenn ich da ausgewählt werde, ich wusste ja nicht, dass ich ausgewählt werde. Habe ich gesagt, ach, mal fragen kostet ja nichts. Was haben wir denn hier? Okay. Aber kleinet, wie, als wenn da eine SIM-Karte reinkommt. Und hier haben wir noch einen Aufkleber. Seriennummer. Hier haben wir auch einen Stift und eine Batterie. Ich bin mal gespannt. Dann haben wir hier Media und Service. So. Und den werde ich jetzt immer ein bisschen testen und einrichten, wenn die Große in der Schule ist, weil die soll ja nichts davon mitkriegen. Heft halt. Und ein Smart Holder. Aha. Oh, das ist ja auch geil. Das ist ja geil. Den kann man extra bestellen.
Da gibt es einen Smart Holder, da kannst du den reinschieben. Ja, seht ihr das? Hier ist halt Plastik. Wartet mal, ich mach mal das Licht aus, vielleicht seht ihr das dann ein bisschen besser. Hier unten das Graue. Dann kann man den reinschieben und da kann man dann ja, eine Küche hinmachen an der Wand. Oder so an der Wand oder am Kühlschrank. Wenn sich den nicht mal meine Frau mopst und sagt, hier macht ihr eine Küche an der Wand. Wegen Chefkoch.de und alles Mögliche. So, haben wir hier einen Haufen Hefte. Wir haben halt hier ein, ja, ein Benutzerhandbuch. Dann haben wir den Zettel. Dann haben wir hier noch nochmal was. Eine Einleitung, dann Medium Service. Und nochmal ein kleines Heft, aber das brauchen wir nicht. Wir kriegen das so eingerichtet. Dann haben wir hier einmal das Netzteil. So wie man von den meisten Laptops kennt. Und hier haben wir dann den Adapter, der dann, also der Wandadapter sozusagen. Hier kommt das dann ins Netzteil rein. Und hier so einen dicken für die Steckdose. Dann habe ich hier noch sowas mit bei gehabt, wie man das von SIM-Karten kennt. Und dann nochmal Seriennummer und so. Die werde ich dann wahrscheinlich raufkleben. Und wir haben einen Stift. Und eine Batterie. Muss die da jetzt rein in den Stift? Ja. Schraubgewinde ist nicht so mein Freund, aber das geht. So. Okay. Auch aus Aluminium. Sehr schön. Optisch sehr schön. Ich mache mal wieder Licht an. Und dann haben wir hier noch so einen Stifthalter. Denke ich, ja, ist ein Stifthalter. Und der hat hier so eine Vorrichtung, also muss der ja irgendwo befestigt werden. Das werden wir uns gleich angucken. Wir müssen ja jetzt erstmal weiter auspacken. Oh, der hat aber ein bisschen Gewicht. Oh, der hat schon ein bisschen Gewicht. Und dadurch, dass es Full-Aluminium-Gehäuse ist, braucht man sich da auch keine Sorgen machen, wenn die dann halt in der Schule bald einen Laptop brauchen. Meine Nichte braucht schon einen Laptop in der Schule. Oh, sehr schön. Also optischen Hingucker, muss ich echt mal sagen. Was haben wir hier? Da haben wir die SSD drinne. Hier haben wir eine, ach, der kleine Nippel ist für einen Reset-Knopf. Wir haben hier einen Reset-Knopf dran. Also so eine Ausbuchtung. Mhm. Aber sehr schön verarbeitet. Was ich auch schön finde, dass das Medion hier auf dem Kopf steht, dass wenn man es aufmacht, dass man es gerade sehen kann, ist jetzt. So, jetzt machen wir den mal auf. Schön. Auspacken in einem gesicherten Transportmodus, der ein ähnliches Einschalten und Akku verhindert. Schließen Sie vor dem ersten Einschalten unbedingt das mitgelieferte Netzteil an und warten Sie circa 8 Sekunden, bevor Sie den Einschaltknopf betätigen. Das ist gut zu wissen. Das werden wir auf jeden Fall machen. Ah, hier dann auch so eine schöne Matte noch mit bei. Oh, sehr schön.
Dolby Audio, Intel Core i5, Megafee ist wohl drauf. Also optisch ein Hingucker, definitiv. Die Tasten haben einen schönen Druckpunkt, sind nicht laut, was gut für den Unterricht ist. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Boah, krass. So, jetzt können wir den halt so nehmen. Und können wir ihn als Touchbildschirm nehmen. Krasse Sache. Jetzt müssen wir nur gucken. Ach so, jetzt weiß ich, wo der hinkommt. Der Stift. Der kommt in den USB-Anschluss. Der Stift kommt in den USB-Anschluss gesteckt und kann man dann halt auch wieder rausziehen. Aber so ist der Stift gut aufbewahrt. In den USB-Anschluss kommt kein Dreck. Ja. Sehr schön. Wir haben hier einen USB-C, so wie es aussieht. Klinke, nochmal ein USB-C. Was ist das für Strom, glaube ich? Nee, Strom ist doch der dünne hier oben. Sehr schönes Ding. Also wirklich, ich mache mal doch wieder Licht aus, weil sonst spiegelt der ein bisschen. Ein sehr, sehr schönes Teil. Wirklich. Und hat wirklich ein bisschen Gewicht. Also der ist voll Aluminium. Sehr schön. Also echt ein Hingucker, muss man sagen. Ich bin mal gespannt. Und auch wie lange der Akku hält. Man muss ja wenigstens eine Stunde durchhalten, also 45 Minuten oder so. Dann kann man ja immer noch laden, so zwischendurch in der Pause oder so. Sehr schön. Also ein Hingucker ist es auf jeden Fall. So, dann würde ich jetzt hier auch erstmal einen Schlussstrich ziehen. Hoppala. Und wir werden den gleich mal das erste Mal anschließen und benutzen. Ich bin mal sehr gespannt. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, ahoi. Das hat euer Odin.